Für Kartoffelpuffer habe ich festkochende Kartoffeln besorgt. Die habe ich gut gewaschen, dann geschält und nochmal gründlich abgespült, damit auch wirklich die völlig sauber sind. Eventuelle Augen habe ich herausgeschält. Die Kartoffeln, damit sie mir nicht braun werden, liegen sie hier in Wasser. Werde ich jetzt einfach über die Reibe reiben. Dazu habe ich hier so eine feine Reibe. Und dann muss ich vorsichtig hier die Kartoffeln nach unten wegreiben. Aufpassen dabei, dass ich mir meine Finger nicht gleich mit aufreibe. So, nach dem Reiben ist es jetzt hier in der Schüssel, hat sich ganz viel Wasser aus den Kartoffeln abgesetzt und das würde dafür sorgen, dass die Kartoffelpuffer zu weich werden. Ich möchte nicht riskieren, dass sie mir in der Pfanne zerfallen, deswegen werde ich das Wasser jetzt als erstes mal abgießen. Dazu halte ich die geriebenen Kartoffeln einfach so im Topf fest. Es muss nicht knochentrocken sein, aber dass der Hauptteil von Wasser einfach raus ist. Und jetzt kann ich als nächstes hier meine Eier und mein Mehl dazugeben. So, 2 Esslöffel ganz normales weißes Mehl. Mehl und Eier haben die Funktion, nachher in der Pfanne, dass der Kartoffelpuffer schön fest wird, das Eiweiß gerinnt und auch dass die Stärke aus dem Mehl zusammen mit der Kartoffelstärke sorgen dafür, dass der Kartoffelpuffer schön fest und heil bleibt und schön knusprig wird vor allen Dingen. Und jetzt kann ich das vorsichtig unterheben, sodass sich das gleichmäßig verteilt. Und dann am Ende kann das Ganze 5 bis 10 Minuten abgedeckt im Kühlschrank nochmal ziehen, bevor es dann in die Pfanne kommt. Als nächstes kommt Öl in die Pfanne. Nicht zu viel, einfach Pflanzenöl, sodass der Boden einigermaßen mit Öl bedeckt ist. So. Der Herd ist auf mittlerer Stufe, also nicht zu heiß werden. Die Kartoffelpuffer verbrennen sehr schnell. Jetzt habe ich hier einen ganz normalen Esslöffel und gebe dann also immer einen Esslöffel voll als einen Puffer hier in die Pfanne. Ein bisschen flach drücken. Wenn ich nicht ganz sicher bin, ob ich die Kartoffelpuffer schon wenden muss oder nicht, kann ich einfach mit dem Wender hier einmal unter eine Ecke drunter gehen, ein bisschen hochheben den Kartoffelpuffer und einfach drunter schauen und sehe schon, okay, er wird langsam braun. Ja. Lieber ein bisschen zu früh wenden als zu spät. Deswegen wende ich die einfach mal. Weil wenn sie nicht braun genug sind auf der einen Seite, kann ich sie zur Not nochmal wenden und noch ein bisschen weiter braten. So. Aber die sind so genau, wie ich sie haben möchte, goldbraun. Und wenn die dann fertig sind, dann hole ich sie aus der Pfanne, tue sie auf den Teller. Wenn ich jetzt noch mehr Kartoffelpuffer in der Pfanne braten muss, dann kann ich diesen Teller einfach in einen warmen Ofen stellen, 50 Grad, den Ofen einstellen und dann können die Puffer dort so lange warm stehen und ich kann mir Zeit nehmen, um die restlichen Puffer herzustellen.